Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unseren mehr oder weniger neuen Freund Fenorian befreit. Und jetzt sollen wir zum Palast zurückkehren. Ja, ich denke, um mit dem König zu sprechen oder was auch immer, das werden wir jetzt sehen. Ich wollte nur nicht direkt vor dem Palast laufen, weil ich Angst hatte, dass ich dann hier vielleicht im Hof irgendwas triggern könnte. Sprecht mit Svana. Ist er denn schon angekommen? Das ist die große Frage. Ihr seid hier willkommen, Fan vom Haus Rabenwacht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid zurück. Lyris stellt uns gerade vor und wollte Bericht erstatten. Warum erzählt ihr mir nicht, was geschehen ist? Ja, machen wir gerne. Oder halt eben nicht so gerne. Bei allem Met in Sovngarde. Es tut gut, euch und die anderen zu sehen. Euer Vampirgelehrter scheint etwas verdrossen zu sein. Doch ich freue mich, ihn kennenzulernen. Lyris sagte mir, ihr hattet ein paar Schwierigkeiten. Könntet ihr das erklären? Fenorian wurde gefangen genommen und wir haben einen Vampiranführer getötet. Wir haben auch eine Karte und Dokumente geborgen. Und ich kann kaum erwarten, alle Einzelheiten zu hören. In der Zwischenzeit sehen wir uns einmal an, was ihr gefunden habt, und versuchen uns einen Plan zurechtzulegen. Lyris hat nicht viel gesagt, doch sie hat angedeutet, dass die Zeit knapp wird. Hier, nehmt dies. Ihr verdient viel mehr, aber das ist alles, was ich erübrigen kann. Ja, und vielleicht hätte ich doch noch in der letzten Folge abschließen sollen. Dann hätten wir nämlich gesehen, dass wir einen geladenen Flammenstab vom Set Winterruhe bekommen. Was übrigens, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Set ist, auch zum Heilen. Den Einsamkeitswolf, den würde ich dann gleich mal als Begleiter reintun. Der ist zwar ein bisschen lästig, weil er sehr groß ist, aber er ist unheimlich süß. Das ist einer meiner Lieblinge hier. Und den Monturstil Kartwacht Siegelschild. Den lernen wir hiermit auch. Und einen Fertigkeitspunkt natürlich nicht zu vergessen. Mit den Informationen, die ihr in Schwarzweite gesammelt habt, haben wir eine Chance. Stecken wir die Köpfe zusammen und überlegen, wie wir uns das, was ihr erfahren habt, zunutze machen. Mein Vater hin, mein Vater her! Wir haben Zingales getötet und ich habe eine Karte und ein Schriftstück mitgebracht. Ja, als ob sie das bis jetzt vergessen hätte. Der Feind nennt sich die Graue Schar. Die Graue Schar? Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? In der Zwischenzeit hat mein Vater die Gramvollen zusammengetrieben und seine Soldaten auf die äußeren Mauern verlegt. Dann hat er dem Quartiermeister befohlen, Castell Trutz mit Vorräten auszustatten. Er bereitet Einsamkeit darauf vor, einer langen Belagerung standzuhalten. Und ihr seid anderer Meinung, was dieses Vorgehen anbelangt? Das mag ja gegen eine Horde Rake-Mannen helfen, doch dicke Mauern werden keinen Gramsturm aufhalten. Jeder Krieg, den wir zu führen versuchen, ist schon vorbei, ehe er überhaupt begonnen hat, wenn wir keinen Weg finden, sie aufzuhalten. Fenn weiß mehr über die Stürme als jeder andere. Fragt ihn, was er vorschlägt. Ich werde mit Fenorian über die Abwehr der Gramstürme sprechen. Sprecht mit Fenn. Falls er Vorschläge hat, würde ich sie gern hören. Magistra Fredelia hat die Medaillons des Eiskapp-Zirkels untersucht, doch sie hatte nicht viel Erfolg. Sie scheint jetzt noch weniger Hoffnung zu haben, was die Nachahmung des Schutzzaubers angeht. Hat Magistra Fridelia etwas anderes erfahren, was uns helfen könnte? Sie hat neben nekromantischen Komponenten auch Ritualmagie des Rake als Teil der Verzauberung ausgemacht. Doch für keine dieser beiden Formen von Zauberei ist sie eine Fachfrau. Ehrlich gesagt glaube ich, sie hat die Grenzen ihres Wissens erreicht. Konntet ihr etwas erreichen, während wir Fenorian gerettet haben? Ihr meint abgesehen davon, meinem Vater gut zuzureden und als Mittelsfrau zwischen dem Jarl von Mortal und der Magistra von Kartal zu dienen? Ich konnte meinem Vater Versprechungen abbringen und unseren Verbündeten zeigen, dass jemand in Einsamkeit noch für sie kämpft. Was für Versprechen? Ich habe Großkönig Svagrim dazu gebracht, zu versprechen, dass er Soldaten zur Verstärkung von Mortals Verteidigung und Hilfe nach Kartwacht entsenden wird. Es ist ein Anfang, doch die Befehle hat er noch nicht gegeben. Wenn wir hier fertig sind, muss ich wieder zu ihm. Dann hat der Großkönig endlich eingesehen, dass es eine Bedrohung für sein Königreich gibt? In gewisser Weise schon. Was das angeht, gesteht er ein, dass er sich beim Eiskapp-Zirkel geirrt haben könnte. Doch wenn die Sprache auf euch oder Lyris kommt, erntet man giftige Blicke.
Deshalb erwähnen wir Fan lieber nicht. Einverstanden? Okay. Das war ja auch das, was ich vorher schon gesagt hatte, dass ich mir nicht sicher bin, ob er hier so willkommen ist. In Ordnung. Ich bin bereit zu helfen. Das ist schön. Ich wollte aber noch kurz den Wolf vorher herausholen. Der ist so niedlich. Ach, ich bin doof. Wo klicke ich denn jetzt eigentlich drauf? Mein friedlicher Begleiter. Ich kann hier gar nichts mehr irgendwie. So, da ist der Wolf. Eigentlich habe ich immer hier diese Alabaster-Springmaus draußen, aber die wollte irgendwo nicht mehr. Und das hier ist der süße Kerl. Da möchte man doch am liebsten zugreifen und den einfach knuddeln und zu Boden werfen und wieder knuddeln. Ja, aber wir sind jetzt hier im Let's Play, deswegen reden wir jetzt erstmal mit Fenorian. Ich weiß, was ihr von mir wollt. Dass ich meine Erfahrung hinter mir lasse, um mich ganz auf die Mission zu konzentrieren. Genau wie Verandis es mich lehrte. Könntet ihr mir die Forschungsunterlagen zeigen, die ihr aus dem Laboratorium von Exarch Zingalis geborgen habt? Ich habe Notizen zu Werwölfen und Niederwurz gefunden, sowie zu einem Trank, der aus Niederwurz und anderen Zutaten hergestellt wird. Diese Notizen belegen meine Theorie. Niederwurz ist die Schlüsselkomponente der Gramsturm-Rituale. Sie ist wie ein Gift für die Seele. Es schwächt ihre Bande zum Körper, sodass man sie aus ihm herausziehen kann. Sie ernten die Lebensenergie von jedem, der in den Sturm gerät. Warum sollten sie Lebensenergie ernten wollen? Da muss ich raten. Doch es hat vermutlich mit den Steinhüllen zu tun, die wir gesehen haben. Erinnert ihr euch, wie ein Werwolf aus einer hervorkam? Und seht euch die Mixtur an, die wir geborgen haben. Sie erinnert an die Rückstände von den Hexendornen. Sie ist nur konzentrierter. Könnte es sein, dass sie sie verwenden wollen, um die Kramstürme stärker zu machen? Das legen zumindest Zingales Notizen nahe. Auch wenn es anders aussieht, entsteht langsam ein Plan vor meinem geistigen Auge. Ich glaube, ich kann ein Elixier erschaffen. Doch ich werde noch mehr von dem verfeinerten Niederwurzgebräu brauchen. Und wir müssen das Rätsel um die Zirkelmedaillons lösen. Nun gut, weiß jemand, wo wir dieses Zeug finden? Ich weiß, was ihr von mir wollt. Dass ich meine Erfahrung hinter mir lasse, um mich ganz auf die Mission zu konzentrieren. Genau wie Verandis es mich lehrte. Könntet ihr mir die Forschungsunterlagen zeigen, die ihr aus dem Laboratorium von Exarch Zingalis geborgen habt? Ja, würde ich gerne. Aber ich kann nur auf Lebol drücken. Warum auch immer. Aber ich habe im Hintergrund mitbekommen, dass Lyris hier irgendwas am Quatschen war. Die war wieder irgendwie dazwischen am Reden und ich habe überhaupt nichts davon verstanden. Hier ist übrigens noch ein Brief von Lyris mal so nebenbei. Partner, wir haben Beweise dafür gesammelt, dass die Eiskapexen hinter diesen Gramstürmen stecken. Ich bin unterwegs nach Einsamkeit, wo ich Königin Gerhüld davon in Kenntnis setzen werde. Das scheint mir irgendwie ein Brief zu sein, der schon ein bisschen länger her ist. Sie scheint mir vernünftig und sie kann mich davon abhalten, einen Krieg vom Zaun zu brechen, wenn sich Großkönig Svagrim weiterhin weigert, mich zu empfangen. Er wartet mich in Einsamkeit, dann sprechen wir gemeinsam mit ihr. Lyris Titanenkind. Ja. Keine Ahnung, warum ich nicht hier durch darf. Hallo? Karte platzieren? Markierungen für Lager der Grauen Schar an den Orten aus den Befehlen, die wir gefunden haben. Kannst du uns dabei helfen, Kleiner? Ich erkenne eine Kommandantenkarte, wenn ich eine sehe. Jede dieser Markierungen stimmt mit einem Ort überein, der in den Briefen von Radha al-Saran, dem Anführer der Grauen Schar, erwähnt wurde. Ich kann bereits ausmachen, wohin wir müssen. Wo sollten wir eurer Meinung nach suchen? Diese Markierung an der Nordwestküste, das ist ein Lager des Eiskap-Zirkels. Der Schriftverkehr erwähnt, dass sie mehr Medaillons brauchen. Wahrscheinlich kommen sie von dort. Und hier, ein Mittlandlager zwischen Drachenbrügge und Mortal. Es ist der Sammelplatz für die Gramstürme. Und dort können wir das verfeinerte Niederwurzgebräu finden. Das ist mehr als wahrscheinlich. Diese zwei Orte sollten Fan mit allem versorgen, was er braucht, um sein Elixier fertigzustellen. Wir können allerdings nicht darauf wetten. Der Schriftverkehr erwähnt das Lager eines Kriegsherren in Schwarzweite. Vielleicht erfahren wir dort mehr über ihre Endziele. Drei Lager. Wir müssen also viele Ziele abdecken. Svana, Fan und ich werden die Lager unter uns aufteilen und ausspähen. Fan soll das Küstenlager untersuchen. Ich nehme das Mittlandlager. Dann bleibt Schwarzweite für Svana. Trefft euch mit uns, wenn ihr bereit seid. Wir gehen die Lager nacheinander an.
Womit müssen wir in diesen Lagern der Grauen Schar rechnen? Wir haben keine Einzelheiten, nur das, was wir uns aus den Notizen und dem Schriftverkehr der Grauen Schar zusammengestückelt haben. Doch ich werde eure Fragen so gut beantworten, wie ich kann. Nach welchem Lager wolltet ihr fragen? Was wissen wir über das Midland-Lager? Die Graue Schar versteckt sich jetzt nicht nur in Schwarzweite. Sie rüstet sich für eine Invasion und das scheint ihr Hauptsammelplatz zu sein. Ich erwarte, dass sie Hexendorne, graue Reliquiare und andere Vorräte dort zusammenträgt, einschließlich des verfeinerten Gebräus. Erzählt mir mehr vom Küstenlager. Soweit ich das beurteilen kann, war das Lager an der Nordwestküste jener Ort, an dem der Zirkel erstmals anlandete, als er Eiskap verließ. Man könnte es als seine Heimatbasis ansehen. Er hat sich dort eingerichtet und das Lager ist wahrscheinlich gut verteidigt, wenn nicht gar befestigt. Warum meint ihr, dass sie dort ihre Medaillons herstellen? Der Schriftverkehr beinhaltet Befehle, dass sie mehr Medaillons herstellen sollen. Wahrscheinlich, um mit der zunehmenden Zahl an Gramstürmen Schritt zu halten. Ich kann zwar nicht garantieren, dass dies jenes Küstenlager ist, an das die Befehle geschickt wurden, doch es ist das einzige auf der Karte. Ich will mehr über das Lager in Schwarzweite wissen. Über dieses Lager weiß ich am wenigsten. Doch dort sammeln sich viele Kriegsfürsten der Grauen Schar, zumindest dem Schriftverkehr zufolge. Es erscheint mir der beste Ort, wo man nach den Befehlen suchen kann, die der Aschefürst erwähnt hatte. Okay, durchsucht das Küstenlager, das Midlandlager und das Schwarzweite Lager. Das heißt, wieso kommt man hier eigentlich nicht vorbei? Wieso versperren die mir ständig den Weg? Leute, ich bin doch auf eurer Seite. Ich will doch auch herausfinden, was hier vor sich geht und will die, will die aufhalten. So, das wollte ich sagen. Dann gucken wir mal, wo wir eigentlich hin müssen. Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen. Also, hier oben links ist ein Lager und hier unten sind direkt zwei zusammen. Wenn wir da rauskommen, ja, eigentlich ist es gehopst wie gesprungen. Ich würde sagen, dass ich erstmal hier unten mit den Lagern anfange. Was ist denn das für hier oben? Das ist das Küstenlager. Ich glaube, das war das größere, wenn ich mich richtig erinnere. Ich werde erstmal hier unten zu den beiden Lagern reisen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind nun etwa in dem Bereich. Hab ich mich gerade erschrocken. Oh, da schubbert sich ein Bär. Hallöchen, Mr. Bär. Ich wollte auch nicht lange stören. Ich wollte hier nur mal kurz hoch. So, den wollte ich nämlich, beziehungsweise die Scherbe, wollte ich nämlich noch eben nehmen. Und das da unten sollte dann wahrscheinlich das erste Lager sein. Sprecht mit Lyris. Ach so. Du bist auch seid hier. Ich bin gerade angekommen. Ich habe etwas gefunden, um mich zu beschäftigen. Ja, ich sehe es. Wolfi, guck mal bitte weg, ja? Das ist kein Wolf. Ein mutiger Schritt, ein Lager mitten in den westlichen Jarltümern aufzuschlagen. Das muss ich der Grauen Schar lassen. Sie schrecken nicht davor zurück, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich habe einiges in Erfahrung gebracht, während ich darauf wartete, dass ihr auftaucht. Sagt mir, was ihr herausgefunden habt. Es ist genau, wie ich es mir dachte. Die Graue Schar setzt dieses Lager als Versorgungsdepot für ihre Überfälle auf das Umland ein. Ich habe stapelweise Hexendorne gesehen. Reihen von Reliquiaren und Krüge mit etwas, was vermutlich verfeinertes Niederwurzgebräu ist. Fenorian braucht das verfeinerte Niederwurzgebräu für sein Elixier. Genau. Und ich habe den Vorsteher des Lagers, eine fiese Kreatur namens Zobelauge, gehört, wie er seine Truppen angewiesen hat, darauf zu achten, dass sie die Vorräte verwenden, die gerade aus Schwarzweite eingetroffen sind. Schnappen wir uns einen oder zwei Krüge. Ich bin bereit. So, wer hat die Vorräte? Reicht das, wenn wir einen nehmen oder nehmen wir mehrere? Keine Krüge in diesem Wagen. Versuchen wir es mit einem anderen. Ja, natürlich. Hallöchen. Die waren jetzt aber irgendwie nicht so widerstandsfähig wie der davor. In diesem Wagen ist auch nichts. Ich hoffe, wir haben das Ding nicht übersehen. So, und hier gibt es noch ein paar gute Nachtgeschichten aus Einsamkeit. Die dürft ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet.
Ich laufe nur Gefahr, dass ich dann einschlafe, wenn ich das jetzt lese. Deswegen lasse ich das lieber. Ich wollte aber auch eigentlich den Rucksack machen. Was ist denn hier noch? Ach, da hinten. Überraschung! Jedes Mal, wenn man denkt, die sind tot, dann passiert noch irgendwas. So, haben wir hier was? Hallo? Du sollst da reingucken. Wieso guckt die da nicht rein? Haltet sie auf, Rudelgeschwister. Ich bringe dieses Gebräu zu den Hexen. Zobelauge hat das Gebräu. Lasst uns ihn finden, ehe er entkommt. Wer oder was ist Zobelauge? Und wo müssen wir hin? Moment. Wahrscheinlich da hinten durch, oder? Ich bin direkt hinter euch, Partnerin. Ja, das sagst du immer wieder. Und dann? Dann passiert nichts. Ja, legt euch mit den Wölfen an. Wisst ihr, was die graue Schar mit Spionen anstellt? Wir fressen. Was frisst ihr? Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich hier... Jetzt kann ich hacken. Ah. Habt ihr einen Krug des verfeinerten Gebräus? Unterhalten wir uns hier drüben. Okay. Wenn du darauf achtest, dass die Bären nicht kommen, Lyris. Die rennt mir irgendwie so in die Richtung der Bären. Ich meine, gut, die rennt links runter, aber... Ich mach mal lieber einen schnelleren Schuh hier. Das Glück war uns hold. Wenn wir das Lager auch nur wenige Augenblicke später erreicht hätten, wäre Zobelauge mit dem Niederwurzgebräu entwischt. Das sieht aus wie der Krug mit verfeinertem Gebräu, den wir in Zingalis Laboratorium gefunden haben. Nach all diesem Ärger sollte Fenn lieber in der Lage sein, daraus sein Elixier herzustellen. Ich bringe den Krug mit verfeinertem Niederwurzgebräu nach Einsamkeit. Wir treffen uns in Zwanas Gemächern, wenn alle von ihren Missionen zurück sind. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ihr scheint Fenorian und Zwana wirklich zu mögen. Fenn hat sich bewiesen, insbesondere nach dem, was in Schwarzwalde geschehen ist, aus Rabenwacht. Sie sind ungewöhnlich, was Blutsauger anbelangt. Und Zwana ist mutiger, als ich zunächst annahm. Wie dem auch sei, treffen wir uns in Einsamkeit, nachdem ihr hier alles zu Ende gebracht habt. Na, Lyris, sag doch einfach, du magst die beiden. Was muss ich noch tun? Neben dem verfeinerten Niederwurzgebräu braucht Fenn auch Informationen über die Medaillons des Eiskapzirkels. Zudem haben wir die Hoffnung, mehr über den großen Sturm zu erfahren, den die graue Schar geplant hat. Helft Fenn und Zwana an den anderen Lagern. Dann trefft mich in Einsamkeit. Na gut, die anderen Lager. Jetzt eigentlich sind es ja zwei, ne? Das war nur ein Lager. Das gibt es dann noch ein Lager vom Küstenlager und eins, was irgendwo hier unten sein muss. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal einen kleinen... Oh, hat der mich jetzt erschreckt hier hinten? Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal hier einen kleinen Cut mache, weil ich denke, dass das sonst zu lange werden wird, wenn wir die anderen Lager auch noch durchnehmen. Und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.